Am 11. Januar kommt die Sendung im Fernseher, wie man sie noch nie gesehen hat. Guten Abend alle miteinander. Dieses elendige Theater. Bei mir auf der Alp brauchst du im Oktober schon Wendereife. In den Baumarkt kriegst du einfach keine schöne Geranienkästen. Ah, du schätzt auch einen Riesenbepp. Die Welt auf Schwäbisch. Oh, gucke, jetzt gleich. Die Baden-Württemberger können alles außer Hochdeutsch. Was? Wie bitte? Hat er verstorben, Herr Kolbert? Die Baden-Württemberger kennen alles außer Hochdeutsch. Dieses elendige Theater, meine Mimik. Ich blick das mit dem Sigomatik nicht. Du mach das noch einmal und ich lade dir ein paar an den Gränden an. Bei mir auf der Alp brauchst du im Oktober schon Wendereife. In den Baumarkt kriegst du einfach keine schöne Geranienkästen. Ah, du schätzt auch einen Riesenbepp. Und dann fragt er mich, ob das mit Benzin oder Diesel fährt. Und wenn man dann da oben drin hockt, in dem Restaurant im Stuttgarter Fernsehturm und es dreht sich, das ist einfach schön. Ja, was wäre, wenn alle Schwäbisch schwätzen würden? Für mich als Nordlicht ist das natürlich etwas schwer vorstellbar, aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich habe natürlich inzwischen längst gemerkt, wenn man hier im Südwesten beim Fernsehen Erfolg haben will, dann führt an Schwäbisch kein Weg vorbei. Erster Beweis, Hannes und der Bürgermeister. Da, Hannes, soll reinkommen. Arg viel länger hätte ich auch nicht mehr gewartet. Das Erfolgsprogramm mit Traumeinschaltquoten. Aber die wenigsten wissen, dass das Original eigentlich aus England kam. Dort bei den Privaten so ein- oder zweimal gesendet wurde. Es hieß, glaube ich, Mortimer and the Master of Burgers. Und so sah das Ganze auch aus. I would not have waited much longer anyway. Well, don't try pulling my leg. You just came in this instant. I've been sitting here waiting for ages. Where have you been? I've been to the drugstore. Why that? Why does one go to the drugstore to buy cocaine or what? Mortimer, don't get started with me. Tell me what you did in the drugstore already. Just because the moths in my closet are busy doing the chitterbot. Now why didn't you just say so? So you bought some mothballs? Nah, 20 of them. Why did that take an hour? Later I had to go back to the drugstore and get some more. What, even more mothballs? Another 50. By golly, what are you doing with that many mothballs? Do you know how hard it is to hit a moth? Na, cut the crap! Riesenbrüller, Wahnsinnsstimmung. Aber auf Schwäbisch mit Albin Breik und Karl-Heinz Hartmann wurden die Sketche zum großen Erfolg. Einschaltquoten von 30% und mehr. Das ist ja nun wirklich, wie der Schwabe sagt, saustark. Ich hab nicht einmal denkt, was sie gesagt haben. Was soll ich denn gesagt haben? Wo der Dr. Lindner vom Justizministerium erzählt hat, dass er seit neuestem auch golft und dass er seit letzter Woche einen Golfsack hebe, haben Sie gefragt, tut es auch so weh wie ein Tennisarm. Hannes auf Englisch, zugegeben ein kleiner Scherz von uns, aber nichts ist unmöglich, schon gar nicht auf Schwäbisch. Deswegen nehmen wir doch jetzt mal die beste Talkshow der ARD. Anne Will. Hier im Ländle hat sie so 15% Einschaltquote. Das ist nicht schlecht, aber ja auch auf Hochdeutsch. Deswegen sage ich, da geht noch mehr. Ziel 30% Quote für Anne Will. Deswegen schnappe ich mir jetzt diese Sendung und packe sie hinten in den sogenannten Schwabomaten. So, und jetzt ab die Anne, volle Kanne. Zum einen ist Bayern ein starkes Land. Die wirtschaftliche Stärke, die kulturelle Stärke. Und mit dieser Maschine, einer kleinen schwäbischen Tüftelei, wie gesagt, dem Schwabomaten, werden wir mal Anne Will in Sachen Schwäbisch etwas hochfrisieren, wie der Fachmann sagt. Und das Ergebnis, bitteschön, aus Anne Will wird die Anne-Mill-Show. Voll super, auf Schwäbisch. Günther, wieso musst du jetzt so ernst daherreden? Hier geht's doch Schwabe und Humor, zwei Welten treffen aufeinander, das hat man da instinktiv sagen wollen. Können Schwabe auch mal lachen oder bloß langweilig Häusle bauen? Auf jeden Fall ein interessantes Thema, zu dem wir ein paar besonders lustige Gesellsbären heute eingeladen haben. Der Hartmut aus Türkheim, Vorstand der Bürgerinitiative Türkheim, muss lustiger werden. Irene aus Untertürkheim, bei ihren Bürokolleginnen bekannt als die fetzige Irene. Bernd aus Vordertürkheim, Gewinner der goldenen Stinkbombe 2008. Der Dietmar aus Hintertürkheim, dessen Parole ist, wer zuletzt lacht, lacht am lautesten.
Und last but not least, der Günther aus Stuttgart, früher bekannt als der Partyfäger von Ditzingen. Irene, ich fange mal mit dir an. Du hast mir erzählt, dass es bei euch in der Firma, obwohl ihr ein typisch schwäbischer Betrieb seid, besonders lustig zugeht. Stimmt das? Absolut, Anne. Also da kann ich dir nur beipflichten. Also bei uns in der Firma herrscht das super fetzige Stimmung. Weißt, meine Mädels und ich, wir machen dann zum Teil so coole Gags wie die Filtertüte von der Kaffeemaschine verstecken oder einfach mal kein Kopierpapier in Kopierer rein. Hartmut, du bist Vorstand vom Witzverein und natürlich muss ich dir als erstes die Frage stellen, wie steht's um den Fun in Türkheim? Hätte es jetzt ein witziger Spruch sein sollen, oder was? Kann ich jetzt drüber lachen. Herr Guter, Hartmut denkt sich sicher gerade einen neuen Joke aus. Günther, dann wende ich mich jetzt einfach mal an dich. Du kommst ja ursprünglich aus Ditzingen und warst da als ziemlicher Fäger bekannt und hast dir deinen Humor bis heute bewahrt. Ist das richtig? Richtig ist, dass der Wahltag aus vielen einzelnen Gründen besteht. Das heißt, die Wähler haben... Soll das jetzt witzig sein? ...vergeben und... Die Frage war jetzt ja eher so gemeint, ob du und vielleicht deine Kumpels immer noch gute Witz drauf haben. Wir werden ein Regierungsprogramm aufbauen, bei dem wir klar machen, wohin wir wollen. Dann besonders haben wir lustig. In Baden-Württemberg, in Bayern und Niedersachsen CDU oder CSU und FDP. Das sind 50 Günther, Millionen... Günther, wieso musst du jetzt so ernst daherreden? Hier geht's doch darum, ob man Humor hat oder nicht. Du könntest doch auch mal locker sein. Könntest doch mal etwas Lustiges machen. Dir ein Strähnle in Torfärbe also oder sowas. In Bayern die CSU also und die FDP... Irene hat recht, Günther. Warum bist jetzt du so ernst? Du bist doch sonst so lustig. Was? Hat das glaubt ja kein Mensch. So lang, da stellt man sich natürlich schon die Frage, wo ist eigentlich der lustige Günther von damals? Günther, ich geb's noch nicht ganz auf. Glaubst du denn nicht, dass du wieder so lustig sein könntest wie früher? Nein, das glaube ich nicht. Zum einen ist Bayern ein starkes Land. Die wirtschaftliche Stärke, die kulturelle Stärke. Also ich höre mir's jetzt nicht mehr länger mit. Oh, Günther, wieso hängst du denn jetzt da Hanna, der Abklärer, da raus? Gestern warst du doch total lustig und hast in der SMV-Vollversammlung wieder eine Stinkbombe geschmissen. Das stimmt schon. Der Günther hat sich in letzter Zeit um die fetzigste Witze immer drum herum gewunden. Und bei dir wendet sich gerade ein Butzemäckerl aus der Nase. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich da, Hanna? Also Anne, das finde ich jetzt nicht fair, dass du da Hanna auf mich reinfährst und dich über mich lustig wieso machst. Wieso ist doch super lustig, wenn du ein Butzemäckerl an der Nase hast? Kann ich drüber lachen. Also ich muss nochmal betonen, dass ich das ganz seltsam finde, dass du so einen auf Ernst machst, der Hanne Günther. Du bist doch ein lustiger Kerle. Erst letzte Woche hast du aus meiner Kreidler aus der Reife die Luft rausgelassen. Es war doch witzig. Hast du ein 50er oder ein 80er? Ja, das täte mich jetzt schon interessieren. Jetzt links wieder vom Thema ab. Dabei hast du auch manchmal einen Butzemäckerl an der Nase. Wir haben ja eigentlich für eine große Koalition eine Ich glaube, wir hängen jetzt für heute an den Nagel. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass es bei den Schwaben nichts zum Lachen gibt. Ich gebe weiter an den Wieland Backes. Der wartet schon drüber im Nacht. Café. Liebe Anne, vielen Dank. Genau, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Heute geht's im Nachtcafé um die Klärung einer ganz besonders interessanten Frage. Wieland Backes und seine Schwätzköpf im Nachtcafé. Heute geht's im Wieland mal wieder um die Frage, wie super er eigentlich bei den Leuten ankommt. Prost,